von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Seien Sie ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst heute am Donnerstag Christi Himmelfahrt. Herzlich willkommen hier bei uns in unserer Markuskirche. Schön, dass Sie auch diesen Feiertag nutzen und sich einen gottesdienstlichen Moment zu Hause am Bildschirm gönnen. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und hoffe, dass dieser besondere Feiertag, der auch ein bisschen sperrig ist, dass er Ihnen einen Impuls geben kann, wie es vielleicht anders sein könnte bei uns. Denn darum wird es heute gehen, um die Frage, was bedeutet es, dass es einen Herrscher gibt, der jenseits dieser Welt liegt. Hat das überhaupt für uns eine Bedeutung? Um diese Fragestellung wollen Lieder, Texte und Gebete sich drehen. Und vielleicht sind wir am Ende des Gottesdienstes darin auch sogar ein Stück weiter als jetzt. So lade ich Sie ein, feiern Sie mit. Wir feiern diesen Gottesdienst als ein Fest des Lebens. Im Namen Gottes, Quelle, die belebt, Wahrheit, die befreit und Kraft, die uns erneuert. Amen. Morgenlicht leuchtet. Wir hören und können mitsingen das Lied 455 aus dem Gesang. Wir hören und singen drei Strophen. Psalm 47 gibt unserem Lobgesang heute die Worte und so wollen wir ihn gemeinsam beten. Schlagt froh in die Hände, alle Völker, und jauchzt Gott mit fröhlichem Schall. Gott fährt auf und wir jauchzen. Der Herr beim Hall der Posaune. Lob singet Gott. Lob singet unserem Könige. Denn Gott ist König über die ganze Erde. Lob singet ihm mit Psalmen. Gott ist König über die Völker. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Fürsten der Völker sind versammelt, als Volk des Gottes Abrahams. Denn Gott gehören die Staaten auf Erden. Er ist hoch erhaben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Himmel und Erde kommen sich näher an diesem festlichen Tag. Wir feiern dich, unseren Heiland im Himmel, dich, den Herrn aller Herren auf Erden. Himmel und Erde kommen sich näher an diesem strahlenden Tag. Wir feiern das Leben, das seine Blüten treibt aus erstarrtem Holz,
das Leben, das grünt und pulsiert in der Natur und in uns selbst. Himmel und Erde kommen sich näher an diesem Tag und an den Tagen, die kommen, wenn diese Lebenskraft in uns bewahrt bleibt, wenn diese Freude uns stark macht gegen alle Angst und mutig und zuversichtlich für das, was kommt. Christus, unser Herr im Himmel, bleibe bei uns. Amen. Die Schriftlesung für Himmelfahrt steht bei Lukas im 24. Kapitel und ist überschrieben: Jesu Himmelfahrt. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren allzeit im Tempel und priesen Gott. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja. 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 Wir hören nun das nächste Lied aus dem Gesangbuch, die Nummer 123, die Strophen 1, 3, 6 und 11. Geöffnet werden soll. Und dort hören wir: Mit ihr hat Gott an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt, über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Liebe Gemeinde, wer wird herrschen? Die sogenannte K-Frage beherrscht derzeit die Medien und den Himmel über den Stammtischen,
sofern sie natürlich noch zusammenkommen können. Wer wird in der Bundestagswahl im September den Sieg davon tragen? Wir stecken bereits jetzt schon mitten im Wahlkampf. Die Namen der Personen, die dann im Kanzleramt in Berlin einziehen wird, am liebsten würden wir sie heute schon wissen und den Sieger, die Siegerin heute schon küren. Mit Umfragen und scharfsinnigen Analysen wird jetzt nach der Verschiebung der herrschenden Verhältnisse geforscht und versucht, sie zu erspüren. Anscheinend ist es wichtig für unser ganzes Land, sich darauf einzustellen, wenn Machtverhältnisse sich verschieben. Das tun sie. Machtverhältnisse verschieben sich. Das ist jedem so deutlich, der ein wenig wahrnimmt, was im öffentlichen Leben passiert. Wir leben in einer Zeit, in der alte, gewohnte Mächte schwächer werden und neue Mächte aufsteigen. Und wir sind daran interessiert, weil nämlich auch unsere eigenen kleinen Lebensverhältnisse davon abhängig sind, wie die großen Machtverhältnisse in unserem Land verteilt sind. Die Mächte dieser Welt interessieren uns soweit wir nämlich von ihnen abhängen. Und gleichzeitig spüren wir, das verändert sich ja eigentlich immer wieder. Machtverhältnisse sind ständig im Fluss. Mal stabilisiert sich etwas, mal wird etwas schwächer, mal verändert es sich. Wer diese Welt beherrscht, das steht niemals fest, immer nur für den Augenblick, weil es sich ständig wandelt. Es gab viele und gibt immer noch viele kluge Köpfe, die in diesem Muster der Veränderung von Macht auf unserer Erde, die dieses Muster zu entschlüsseln versuchen und das Gesetz zu finden versuchen, um uns dann sagen zu können, wie unsere Welt funktioniert. Wir sind ein Spielball. Ein Spielball, denn einmal ist es die eine und dann ist es wieder die andere Macht, die uns in die eine oder in die andere Ecke treibt. Heute, am Himmelfahrtstag, beschreibt ein Glaubenssatz eine Wirklichkeit, die uns vielleicht ein bisschen ratlos zurücklässt. Wir bekennen es zwar im Glaubensbekenntnis, dass der Himmel der Ort ist, an dem ein Thron steht. Und auf diesem Thron im Himmel sitzt der Auferstandene. Als Zeichen seiner Herrschaft über die Welt hat ihm der Vater diesen Platz zugewiesen. Mit sehr üppigen und mit gewaltigen Bildern hat der Verfasser des Epheserbriefes diese Szenerie, diesen himmlischen Thron ausgemalt. Und das ist dann auch ein Teil unserer Tradition geworden. Sogar so sehr Teil der Tradition, dass wir dafür einen eigenen Feiertag geschaffen haben. In der gesetzlichen Regelung unserer Zeit ist er fest verankert und bestimmt unser soziales Leben. Und trotzdem, obwohl wir diese Auswirkungen dieses Glaubenssatzes heute spüren in der Feiertagsruhe, trotzdem haben wir große Mühe, diese geglaubte Wirklichkeit mit unserer echten Wirklichkeit, mit den tatsächlichen Herrschaftsverhältnissen unserer Welt in Zusammenhang zu bringen. Ich möchte Ihnen ein Gedicht lesen, ein Gedicht, das uns vielleicht hilft zu verstehen, was mit Christus als Herrscher letztlich auch gemeint sein könnte. Das könnte den Herren der Welt ja so passen, wenn erst nach dem Tod Gerechtigkeit käme. Erst dann die Herrschaft der Herren, erst dann die Knechtschaft der Knechte vergessen wäre, für immer. Das könnte den Herren der Welt ja so passen, wenn hier auf Erden stets alles so bliebe, wenn hier die Herrschaft der Herren und wenn hier die Knechtschaft der Knechte so weiterginge wie immer. Doch ist der Befreier vom Tod auferstanden, ist schon auferstanden und ruft uns jetzt alle zur Auferstehung auf Erden. Zum Aufstand gegen die Herren, die mit dem Tod uns regieren. Dieses Gedicht stammt von Kurt Marti. Er wurde 1921 in der Schweiz geboren und studierte Theologie und wurde Pfarrer. Am stärksten theologisch inspiriert haben ihn Karl Barth und Dorothee Sölle.
Er hat dann als Pfarrer in der Schweiz gearbeitet und hat Gedichte und Lieder geschrieben, die bis heute in unserer Kirche präsent sind, auch in unserem Gesangbuch. Denn dieses Lied von den Herren der Welt hat es tatsächlich in unser hessisches Gesangbuch geschafft, aber nur in wenige andere. Sie können es nachlesen und finden es unter der Nummer 550. Kurt Marti entdeckt in der geglaubten Wirklichkeit von der Herrschaft Christi eine machtvolle Dynamik. Die Herrschaftsverhältnisse dieser Welt bleiben nicht so, wie sie sind. Alle irdische Herrschaft ist relativiert, weil sie nämlich endlich ist. Darin liegt eine politische Sprengkraft. Keine politische Macht der Welt hat die Befugnis, sich selbst absolut zu setzen. Und tatsächlich kennen wir Herrschaftssysteme, sind wir vielleicht sogar gerade einer Persönlichkeit entgangen, die versucht haben, sich selbst absolut zu setzen und nichts anderes daneben mehr zulassen zu wollen. Der Thron einer absoluten Macht auf Erden muss leer bleiben. Das ist das, was dieses Lied, das ist das, was der Glaubenssatz von Christi Himmelfahrt uns ins Stammbuch schreibt. Denn nur einer kann auf dem Thron sitzen, der absoluten Herrschaft, und das ist der geglaubte Herr der Gemeinde. Das ist nicht nur ein Glaubenssatz, denn das prägt politische Verhältnisse in unserer Welt. Wenn es Menschen gibt, die diesen Glaubenssatz tatsächlich ernst nehmen und ihn auf die politische Wirklichkeit hin anwenden. Solche Menschen lassen sich nämlich nicht durch die Herrschenden einschüchtern, die durch Todesangst regieren. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal an Sophie Scholl erinnern, die in diesem Monat 100 Jahre alt geworden wäre. Sie steht für mich für solche Menschen, die sich nicht einschüchtern lassen durch die Herren, die mit Tod regieren. Sie hat mutig dem NS-Regime ihrer Zeit widersprochen, motiviert aus dem christlichen Glauben heraus, motiviert daraus zu sagen, kein Mensch darf absolute Macht für sich in dieser Welt beanspruchen. Solche mutigen Menschen brauchen wir, die der Todesherrschaft mit ihrem eigenen Leben ein Ende setzen. Und noch immer gibt es diese Regime in unserer Welt. Noch immer gibt es die Menschen, die auf der Basis von Angst und Gewalt und Terror über andere Menschen herrschen und regieren. Diejenigen, die darunter leiden, diejenigen können aus dem Glaubenssatz von der Herrschaft Christi Hoffnung schöpfen. Das kann ihnen ein Hoffnungssatz werden. Denn aller Schrecken wird einmal ein Ende haben und die Throne der Herren dieser Welt werden stürzen. Der Himmelfahrtstag ist ja ein Teil der Osterzeit. Denn der Glaube an den Auferstandenen und der Glaube an den Weltherrscher gehören zusammen. Denn die Herrschaft Christi ist so weit gefasst, dass sogar ein Sieg über den Tod mit darin eingeschlossen ist. Tod und Gewaltherrschaft bilden ja, wie ich gerade beschrieben habe, oft eine Einheit und mit Hilfe des Todes versucht Gewaltherrschaft zu herrschen. Und darum muss der Tod besiegt sein, damit Gewaltherrschaft auch ein Ende hat. Wer das im Herzen glauben kann, dass in Christus der Tod besiegt ist, der wird auch im Herzen glauben können, dass er der Herr der Welt ist. Und das wird Auswirkungen auf den Alltag haben. Das kann nur Auswirkungen auf den Alltag haben. Denn wer daran festhält, dass der Herrscher dieser Welt jenseits dieser Welt auf seinem Thron sitzt, der wird hier gegen den Tod kämpfen für das Leben. Spannend wird diese Frage, wie halten wir es denn in unserer eigenen Gemeinde mit der Frage der Macht und der Herrschaft? Und tatsächlich ist die Frage der Macht in der Kirche schon immer eine kritische und eine zu kritisierende. Denn durchaus lässt sich Kirche versuchen und gibt sich der Macht hin. Gibt es in unserer Gemeinde solche, die bestimmen und solche, die folgen müssen, weil das so festgeschrieben ist? Könnte jemand, der unsere Gemeinde von außen betrachtet, an der Art, wie wir umgehen, daran ablesen,
dass wir Christus als den einen Herrscher dieser Welt ansehen und niemand anderen? Nicht einfach die Machtverhältnisse dieser Welt kopieren in einer Gemeinde. Nicht einfach die Machtverhältnisse einer Gesellschaft auf die ganze Kirche übertragen. Das wäre unser Auftrag. Zu zeigen, dass es einen Raum gibt, in dem Herrschaft anders definiert ist, als Gesellschaft sie definiert. Das ist die Herausforderung, die der Himmelfahrtstag uns heute stellt. Es ist ein sehr hohes Ideal, dessen bin ich mir natürlich bewusst, dass die Gemeinde der Glaubenden so etwas wie einen herrschaftsfreien Raum gestaltet. Man mag es sich kaum vorstellen, dass es möglich sein kann. Aber es muss Momente geben, in denen das glückt, wenn wir wirklich an Christus als Herrscher festhalten wollen. Selbst in der Gemeinde hören wir es nicht gerne, dass nur Christus alleine herrscht. Ob es uns gelingen kann, der in uns verankerten Lust an der Macht Grenzen aufzulegen? Es entscheidet sich hier, wie viel gestaltende Kraft wir unserem christlichen Glauben wirklich zutrauen, wenn er hilft, die Wirklichkeit dieser Welt auch zu gestalten. In unserer Gegenwart ist der Kampf gegen den Tod nicht mehr nur noch ausschließlich ein politischer Kampf, denn inzwischen gilt es nämlich viel mehr, gilt es nicht nur einer herrschenden Schicht Einhalt zu gebieten, es gilt vielmehr einer todbringenden Zivilisation die Herrschaft aus der Hand zu nehmen und ihr klare Grenzen zu setzen. Dass wir in einer todbringenden Zivilisation leben, ist genau die Angst oder der Zweifel und die Anfrage, die in diesen letzten Jahren an uns ganz massiv herangetragen worden ist. Wo wir den Glauben ernst nehmen, dass der Auferstandene die Welt regiert, wollen wir uns dem zerstörerischen Handeln verweigern. Wir wollen uns dem zerstörerischen Handeln unserer Zivilisation verweigern. Wir wissen, dass wir so nicht weitermachen können, wie wir derzeit leben. Wir fragen nach dem Neuen, das kommen soll. Wir stehen aber weiterhin in der Versuchung, immer noch die Herrinnen und Herren dieser Welt bleiben zu wollen. Angesichts dieser großen Herausforderung ist die Frage, wer die nächsten 4 Jahre unsere Bundesrepublik regieren wird, eigentlich nicht sonderlich entscheidend. Sie ist nur eine winzige Zeitspanne in einer riesigen Zeit der Veränderung. Der Herr dieser Welt hat viel mehr Zeit und er nimmt sich viel mehr Zeit und er wird uns an das Ziel führen, dem Leben den Sieg zu geben. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Geh aus, mein Herz, und suche Freude. Das Lied 503 können Sie jetzt fröhlich mitschmettern. Wir singen die Strophen 1, 2 und 13. Oh.
bestimmt für die Arbeit der Markusgemeinde. Sie sehen die eingeblendete Kontonummer und wir freuen uns und danken Ihnen, wenn Sie unserer Arbeit etwas zukommen lassen. Einen herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender. Der nächste Gottesdienst wird am Sonntag, der Sonntag ex Audi, gefeiert werden. Wir feiern ihn auch digital. Wir haben diesmal die Freude, dass Herr Professor Waagschaal als Predikant diesen Gottesdienst begleiten und gestalten wird. Schalten Sie sich also am Sonntag wieder zu. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Und nun lassen Sie uns miteinander beten. Auferstandener Christus, du zeigst uns den Himmel, damit wir hier die Fülle des Lebens sehen. Du öffnest uns den Himmel, damit wir dich auf der Erde bezeugen. Zeige deine Macht, du Auferstandener auf der Erde. Die Machtlosen vertrauen darauf, dass du ihnen beistehst. Die Schwachen warten darauf, dass du ihnen hilfst. Die Kranken in unserer Nachbarschaft, in Indien und in aller Welt warten. Die vor Hunger und Krieg Flüchtenden warten. Zeige deine Macht, du Auferstandener, und erbarme dich. Sende deine Weisheit, du Auferstandener, auf die Erde. Die Hoffenden vertrauen darauf, dass du ihnen beistehst. Die Jungen hoffen, dass wir klug werden. Die Wissenschaftlerinnen und Forscher hoffen. Die Liebenden hoffen. Die Schöpfung hofft. Sende deine Weisheit, du Auferstandener, und erbarme dich. Sprich, du Auferstandener, sprich zu uns hier auf der Erde. Deine Gemeinde vertraut dir, dass du ihr beistehst. Deine weltweite Kirche wartet, dass dein Wort diese Erde verwandelt. Sprich, du Auferstandener, zu den Konfirmandinnen und Konfirmanden in unserer Mitte. Sprich zu denen, die aufbrechen, und sprich zu den Trauernden. Sprich zu uns, sende deine Kraft und deine Weisheit und deine Liebe, du Auferstandener. Öffne uns den Himmel, damit wir dich auf der Erde bezeugen, heute und alle Tage. Und mit deinem Gebet wollen wir unser Gebet schließen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Abschluss können wir hören und mitsingen ein neues geistliches Lied aus dem EG Plus, die Nummer 137, Mit der Erde kannst du spielen. Mit der Erde kannst du bauen.
Christus, der Herrscher dieser Welt, will uns segnen. Nehmt seinen Segen mit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen.